Ja, der Titel des Vortrags ist, warum ist Esperanto etwa viermal schneller zu erlernen als andere Sprachen? Und da der Titel ohnehin schon so lang war, habe ich nicht dazu geschrieben, dass ich zum Teil auch auf die Folgerungen eingehe, die sich daraus ergeben. Also, zunächst mal Saluton. Und ich würde mich freuen, wenn Sie jetzt darauf antworten, auch mit Saluton. Ich muss erstmal meinen Chat finden. Okay. Gut. Mi estas Lu, kaj vi. Also ich bin Lu und Sie und ihr. Dann können Sie schreiben. Mi estas und Ihren Namen einsetzen. Dann als nächstes Mi loĝas en Berlin Moabit. Kaj vi? Ich wohne in Berlin Moabit. Und Sie? Und dann schreiben Sie Mi loĝas en Lohne, in Bremen, in Kreuzberg, wie auch immer. Und dann als nächstes, Esperanto estas internacia lingvo. Esperanto ist eine internationale Sprache, wobei ich an der Stelle darauf aufmerksam mache, dass im Esperanto das so schön getrennt ist. Also internacia setzt sich zusammen aus inter, zwischen und nacia, national. Und dann können Sie also schreiben, la germana estas, und dann fügen Sie etwas ein, lingvo. En metu. En ist hinein und meti ist machen, hineintun. Okay, danke sehr. Ja, viele Schulversuche seit etwa 1925 haben festgestellt, dass man Esperanto in etwa einem Viertel der Zeit lernen kann, die man für andere Sprachen braucht. Und das gilt interessanterweise nicht nur für westeuropäische Sprachen, also germanische und romanische Sprachen, denen das Esperanto von seinen Wortstämmen her und von der Struktur der Grammatik eher verknüpft ist, sondern auch für Ungarn, für Chinesen, Japaner, Afrikaner und so weiter. Und das will ich im Einzelnen erläutern. Also der Hintergrund ist, Esperanto, oder der Hintergrund besteht aus mehreren Teilen. Zum einen, Esperanto hat regelmäßige grammatische Strukturen, und grammatische Formen, und es gibt eben nur sehr wenige Formen. Mi parolas, ich spreche, ni parolas, wir sprechen, mi parolis, ich sprach, ni parolis, wir sprachen oder haben gesprochen. Das ist dieses is hier für die Vergangenheit, das gleiche Parol. Oder wie auskultas, Sie hören zu, ihr hört zu, oder wie auskultis, Sie haben zugehört. Und dann hier, wie lernas Esperanton, kaj vi lernos Esperanton. Lernas jetzt und lernos werden lernen. Das heißt, es ist das gleiche as für alle Formen und für alle Verben, das gleiche is für die Vergangenheit und os für die Zukunft. Und das waren die drei Zeitformen im Esperanto, und damit kann man schon sehr, sehr viel Esperanto sprechen. Esperanto hat auch eine regelmäßige Aussprache. Das ist bei, im Vergleich zu Englisch oder Französisch, auch ein bisschen Deutsch, durchaus ein wesentlicher Punkt. Ein Buchstabe ist ein Laut. Taso ist eine Tasse. Sanetso, sana ist gesund. Sanetso ist Gesundheit. Dieses C wird immer als C ausgesprochen. Das S in der Mitte und am Anfang wird immer als ein scharfes S ausgesprochen. Taso, Sanetso oder Sonno. Auch das O wird hier in beiden Stellungen gleich gesprochen. Und Journalo. Es gibt so ein paar Laute, die mit einem Überzeichen hier, Journalo, einem Zirkumflex ausgedrückt werden. Das ist auch regelmäßig. Ein J ist immer ein J. Der nächste Punkt ist, Esperanto hat Wortstämme aus möglichst vielen Sprachen. Zamenhof hat sich also solche Wörter ausgesucht, die in vielen Sprachen schon vorhanden sind. Eben zum Beispiel hier Tableau, Tisch, im Englischen Table, im Französischen Table,
Das ist also ein Wort, dem viele wieder begegnen, oder Trainer, Train oder Le Train, ein Zug, und Pullovero, ein Pullover. Und dann gibt es im Esperanto ein Wortbildungssystem, mit dem man erreichen kann, dass man nicht so viele Wortstämme braucht im Esperanto, sondern ein paar einspart. Mi parolas, ich spreche. Mi estas parolanto, ich bin ein Sprechender, ich bin ein Sprecher. Mi estas parolanto kai preleganto. Prelego ist ein Vortrag und preleganto ist ein Vortragender. Vi auskultas, Sie hören zu oder ihr hört zu. Vi estas auskultanto, ein Zuhörender. Und mal eine andere Endsilbe. Tio estas prelegejo, ein Ort, an dem etwas geschieht. Also das ist ein Ort, an dem was geschieht. Kai convenejo, und ein, hier habe ich nochmal ausgeführt, kun heißt zusammen, veni kommen, ejo der Ort. Also conveni zusammenkommen, convenejo ist ein Zusammenkunftsort. Diese wesentlichen Strukturen des Esperanto sorgen dafür, dass eben Esperanto weitaus schneller zu erlernen ist als andere Sprachen. So, dann schauen wir uns mal an, wie denn dieser Lernaufwand in verschiedenen Sprachen ist. Also für Muttersprachen wie Deutsch, Französisch, Englisch und andere romanische, germanische Sprachen, Italienisch, Schwedisch, was weiß ich, braucht man so, kann man so in etwa ein Wochenende für die Grundlagen ansetzen, vielleicht 15 Stunden, und dann noch so ein bis zwei Wochenenden für Konversation. Und ich habe sehr viele solche Kurse gemacht mit mehreren Wochenenden. Eigentlich niemand wollte dann noch ein viertes Wochenende. Also 30 bis 50 Stunden kann man schon als eine sehr gute Basis für internationale Esperanto-Veranstaltungen ansetzen. Es gibt auch, ich habe mal eine Umfrage gemacht, wie lange die Leute eigentlich brauchen, bis sie Esperanto in der Praxis anwenden. Und es hat sich gezeigt, dass also spätestens nach 20 bis 30 Lernstunden die allermeisten Esperanto in der Praxis anwenden. Früher war das häufig zu einem örtlichen Esperanto-Club gehen. Heute ist das, dass man zu Facebook geht oder dass man irgendwo im Internet halt andere Sachen sich sucht, wo man was lesen kann und ein bisschen was schreiben kann. Bei YouTube gibt es zwei Filme, Esperanto in 3 Days with Duolingo und in 6 Tagen. Die kann man sich mal angucken. Das ist eine Konversation von zwei jungen Frauen, die sehr eifrig Esperanto gelernt haben und 3 Tage mehr oder weniger nichts anderes gemacht haben, beziehungsweise eben 6 Tage, und die sich schon so einigermaßen unterhalten konnten. Und das war jetzt erstmal für deutsche Sprachen, und mal zum Vergleich, also in Ungarn werden etwa 100 bis 120 Unterrichtsstunden angesetzt für die Vorbereitung auf eine B2-Prüfung. Das habe ich versehentlich hier noch ein zweites Mal geschrieben auf dieser Seite hier. Etwa 100 bis 120 Unterrichtsstunden für eine B2-Prüfung in Ungarn, ja. Und für China gibt es auch eine Aussage aus den 1920er Jahren, die im Wesentlichen sagt, dass man für Englisch etwa 5 Jahre ansetzen muss, oder zumindest 5 Jahre ansetzen muss, für Französisch zumindest 7, und Esperanto in etwa 1 Jahr lernen kann. Da unten ist die Fundstelle dafür. So, es gibt eine Reihe von Schulversuchen zu Esperanto. Schon seit den 1920er Jahren wurde das durchgeführt. Edward L. Thorndike, ein Psychologe, der so ein bisschen mit Behaviorismus angefangen hatte, der hat mit seinen Assistenten Schulversuche gemacht Ende der 1920er Jahre und sagt also, dass jemand in der gymnasialen Oberstufe oder in den ersten Studienjahren, dass der in etwa 20 Stunden Esperanto, dieses gesprochene und geschriebene Esperanto, besser verstehen kann, als er Französisch oder Deutsch oder Italienisch oder Spanisch nach 100 Stunden Studium verstehen kann. Und das Gleiche nochmal für Jüngere, also für Grade 7 or 8, das dürfte so sein, etwa 13, 14 Jahre alt, dass die also mit 40 Stunden Esperanto etwa so weit sind wie mit 200 Stunden für Französisch oder Deutsch.
Das heißt, wir können aus diesem Schulversuch so etwa im Kopf behalten, Esperanto in etwa ein Fünftel der Zeit für Deutsch, Französisch, Italienisch oder Spanisch, ausgehend vom Englischen. So, es gibt auch eine Reihe von anderen Schulversuchen. Ich habe, glaube ich, so etwa 12 gezählt. Hier gibt es eine Egerton Park School in England und 1965 wurde dann so im Rückblick festgestellt, dass ein Kind in einem halben Jahr etwa so viel Esperanto lernen kann, wie es Französisch in 3 bis 4 Jahren lernt. Und eine Italienerin hat festgestellt, das war dann etwa ja, 1989, das waren Schüler, die Italienisch als Muttersprache hatten und Französisch und Esperanto im Vergleich, dann entsprachen etwa 280 Stunden Französisch, etwa 70 Stunden oder 75 Stunden Esperanto. Und das Gleiche, also entsprechend auch etwa für die doppelte Menge. Sodass wir auch hier in etwa sagen können, Esperanto braucht ein Viertel bis ein Sechstel der Lernzeit für Französisch. Esperanto sorgt für mehr Sprachgerechtigkeit. Ich will das mal erläutern an dieser Tabelle. Also das, was man normalerweise, worauf man normalerweise stößt, ist, dass ein Englisch-Muttersprachler natürlich für seine Muttersprache keinen besonderen Aufwand treiben muss und Muttersprachler des Deutschen, Französischen und so weiter, die müssen etwa sagen wir mal, müssen einen gewissen Aufwand treiben und sagen wir mal, dass dieser Aufwand etwa 1500 Stunden wäre. Wenn man jetzt Esperanto dazu nimmt, dann ist vielleicht dieser Aufwand um die 400 Stunden, wobei natürlich der Englisch-Muttersprachler, was er nicht so gerne tut, wahrscheinlich auch etwa 400 Stunden aufwenden muss für das Lernen. Was häufig nicht so richtig gesehen wird, ist, dass Russen oder Polen oder Ungarn, also Leute aus Osteuropa, dass die durchaus deutlich mehr lernen müssen. Sagen wir mal so, nach dem, was ich so gelesen habe, in der Größenordnung von 2000 bis 3000 Stunden, wenn wir vorher bei 1500 Stunden waren. Und Chinesen oder Japaner oder Koreaner, bei denen geht das eher so in die Größe von 4000 bis 5000 Stunden. Und nun sieht man, dass also 15 Stunden, das ist so etwa ein Arbeitsjahr, dass also Russen, Polen, Ungarn, Osteuropäer, dass die so etwa 1,5 bis 2 Jahre, also ein halbes bis ein ganzes Jahr mehr brauchen und Chinesen und Japaner 2 Jahre mehr. Und 5000 Stunden, 3 Arbeitsjahre insgesamt, ist schon sehr, sehr viel Zeit und es ist nicht verwunderlich, dass die häufig nicht dahin kommen. Auch bei Esperanto ist es so, dass es hier Unterschiede gibt. Also Esperanto ist nicht absolut gerecht, das ist auch schwer vorstellbar, aber der Unterschied ist weitaus geringer. Also hier sehen wir zunächst, dass also der Unterschied bei 200 bis 400 Stunden liegt. Und wenn man das vergleicht also mit Chinesen und Japanern, dann ist das also bis zu 800 Stunden dieser Unterschied. Aber das ist irgendwann mal machbar. Nach irgendwelchen 10 Jahren oder so hat man das einigermaßen aufgeholt, auch wenn man aus China oder Japan oder so kommt. Und dann kann man also auf einem hohen Niveau auch Esperanto sprechen. Und beim Chinesischen, Japanischen ist das mit weitaus geringerer Wahrscheinlichkeit. So. Also, Englisch als internationale Sprache heißt, es gibt eine Benachteiligung von den Nicht-Muttersprachlern des Englischen gegenüber Esperanto-Muttersprachlern. Das heißt, eine deutliche Benachteiligung von Finnen, Russen, Polen, Ungarn und so weiter gegenüber den Westeuropäern sowie den Englisch-Muttersprachlern. Eine noch stärkere Beteiligung eben von Chinesen, Japanern, Koreanern und so weiter. Und entsprechend bedeutet das auch eine geringere Beteiligung an der Kommunikation der Welt und folglich einen geringeren Einfluss auf die Kommunikation der Welt. Und das sieht man auch konkret, also etwa 20% der englischsprachigen wissenschaftlichen Veröffentlichungen sind von Nicht-Englisch-Muttersprachlern. Da gibt es mehrere Studien zu aus den Jahren 2000, 2010. Und bei der Belletristik ist das jedem sofort klar. Vermutlich ist da der Anteil der Nicht-Muttersprachler deutlich unter 10%. Die englischsprachige Belletristik, die wird eben von Englisch-Muttersprachlern geschrieben, von Engländern, Amerikanern, Kanadiern, Australiern und so weiter. Aber das sind nur etwa 5 oder 6% der Weltbevölkerung und man hat also nur einen sehr geringen Ausschnitt und keine breite Sicht. Demgegenüber die Esperanto-Belletristik,
Da kommt die Originalliteratur aus vielen Ländern. Wer sich das mal in der Praxis angucken will, der sollte einen Blick in Clemens Setz, Die Bienen und das Unsichtbare werfen. Da wird Literatur in Plansprachen vorgestellt und auf 130 Seiten auch Esperanto. Und da sieht man, dass diese Esperanto-Beispiele eben von Leuten aus ja, etwa 10, 12 Gedichte hat er da gebracht und die kommen aus 6, 8 verschiedenen Ländern. Also, ich fasse nochmal zusammen. Regelmäßige Wortform und wenige Formen und eine regelmäßige ausgesprochene Schreibung. Die Wortstämme sind oft schon bekannt aus vielen Sprachen. Es gibt ein regelmäßiges Wortbildungssystem. Und das führt dann zu einem sehr schnellen Einstieg ins Esperanto oder einem vergleichbar schnellen Einstieg ins Esperanto. Man soll jetzt auch nicht das als reines Wunder bezeichnen. Also, dass man das jetzt in ein paar Stunden hat, ist nun wirklich nicht wahr. Aber doch vergleichbar schneller Einstieg und man kann eben auch ein hohes Niveau erreichen in Esperanto, wenn man das über viele Jahre betreibt und das ist weitaus schwieriger mit anderen Sprachen. Und mit Esperanto, Entschuldigung, ist man weitaus näher an einer Gleichberechtigung von eben Osteuropäern, Asiaten, Afrikanern und so weiter als bei Englisch. Ja, soweit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und gern antworte ich auf Ihre Fragen und Bemerkungen, wenn es mir gelingt, diesen Chat wiederzufinden. Ich habe den vorhin versucht zu finden, aber das war gelang mir nicht so gut. So, ich mache das hier nochmal. Ah, Entschuldigung. Ich versuche nochmal diese Seite, diese letzte Seite, wo der die Zusammenfassung nochmal ist. Genau. So, den Chat kann ich noch nicht finden. Kann jemand anders den sehen, um eventuell was zu antworten? Kann ich eventuell den Chat nur dann sehen, wenn ich das hier, wenn ich meine Freigabe wieder beende? Könnte ich machen, ja. Kannst du den Chat sehen? Ich kann den Chat sehen, ja. Okay, sind da mehrere Leute, die irgendwie was fragen? Aber ich weiß nicht, ob ich den für alle zeigen kann. Das wird wahrscheinlich nicht gehen. Es waren ein paar Fragen, Boah, ja. jetzt habe ich den, genau, jetzt habe ich den Chat gefunden. Unten am Bildschirm. So, also schade, brauche nicht. Ich kann. Also ich kann jetzt. Also, was ist denn? Genau, einer weiß, ja, da brauche ich nicht drauf einzugehen. Hier fragt jemand, wenn ich in der Fußgängerzone eine Person anspreche, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Esperanto spricht? Naja, also ich würde mal so grob schätzen, 1 zu 2000. Also nicht so wahnsinnig groß, etwas unter 1 Promille. Und das würde ich so etwa schätzen danach, dass das Verhältnis zwischen Englischsprechern und Esperanto-Sprechern der Zahl nach so etwa bei 1 zu 1000 liegt heute. Man kann sagen, das ist relativ wenig, dass nur von 1000 Leuten, die Englisch sprechen, einer Esperanto spricht. Aber man muss sagen, irgendwann hat das mal angefangen mit 1 zu 100 Millionen, nicht? 1887 war es ein einziger, der Esperanto gesprochen hat. Und mittlerweile gibt es immerhin schon ein paar hunderttausend. Warum hat sich Esperanto nicht durchgesetzt? Meine Vermutung ist, dass das einfach daran liegt, dass solche Sachen sehr viel Zeit brauchen. Zum einen und zum anderen, dass es eben starke Widerstände gibt gegen Esperanto. Letztlich muss man davon ausgehen, dass, ja, mein Eindruck ist, viele Englischprofessoren und Englischlehrer das Gefühl haben, dass ihr natürlicher Feind das Esperanto ist, weil Esperanto letztlich die Geschichte deutlich kürzer und schneller macht. Und es gibt leider sehr viel Widerstand, sich mit Esperanto überhaupt zu beschäftigen aus diesen Gruppen. Und es gibt auch viele unzutreffende Aussagen. Also Esperanto ist durchaus im Gegensatz zu dem, was man so hören kann und lesen kann, eine lebende Sprache. Und es gibt Esperanto-Muttersprachler. Es gibt etwa 2000 Leute, die Esperanto als Muttersprache in ihren Familien gelernt haben. Man kann Esperanto an vielen Stellen anwenden. Es wird täglich benutzt im Internet und so weiter. So, wer hat Esperanto erfunden? Das war Ludwig Samenhof 1887. Der hat jedenfalls die Grundlagen gelegt. Also Esperanto an sich ist erst durch die Anwendung
eine richtige Sprache geworden. So, in welchem Rahmen wird Esperanto tatsächlich praktisch angewendet? Also Esperanto wird bei internationalen Veranstaltungen gesprochen und im Internet wird es sehr viel verwendet, würde ich mal sagen, und eben in ein paar Familien. Ja, das stimmt. Esperanto ist sehr ähnlich wie romanische Sprachen, Spanisch oder Italienisch, vor allen Dingen wegen der Lautstruktur. So, Esperanto heißt Hoffender. Parolanto, habe ich gesagt, ist ein Sprechender und Esperanto ist ein Hoffender. Esperi ist Hoffen. So, und ich glaube, jetzt lasse ich mal einfach, genau, Samhoff war der Erfinder. Jetzt lasse ich mal einfach Franz, damit er auch seinen Vortrag noch irgendwann, also seine Einführung zu Esperanto selber, noch in endlicher Zeit auf die Reihe kriegt. Tschüss erstmal. Franz? Ja, wir machen dann einfach mal fliegenden Wechsel. Ich hoffe, alle hören mich und sehen mich, nicht mich, sondern meinen Vortrag. Ich will einen kurzen Überblick über die Sprache geben, also das, was Lou schon angedeutet hat, in etwas größerem Detail ausbreiten. Und ich mache es nicht so, dass ich einfach so ein paar Sprachbeispiele bringe, wie Urlaubsfloskeln, Begrüßungsfloskeln, sondern wirklich einen Überblick über die Sprache, sodass man sich vorstellen kann, wie das Ganze aufgebaut ist. Und ihr werdet sehen, man kann damit durchaus schon eine ganze Menge ganz sinnvolle Sätze bilden. Fangen wir an mit dem Alphabet. Esperanto wird in lateinischen Buchstaben geschrieben. Die schwarzen, die man hier sieht, die sind genauso wie im Deutschen. Die blauen, die man hier sieht, gibt es im Deutschen auch, sie werden aber anders gesprochen. Das C immer wie Z in Zar, das S immer scharf wie ein Fuß, auch am Anfang, das V wie W, das Z wie Sonne, also wie stimmhaft, S. Und das R sollte man rollen, aber das ist nicht wirklich notwendig, weil man versteht es auch anders ganz gut. Die roten Buchstaben gibt es im Deutschen nicht, das sind alles Buchstaben mit einem Überzeichen. Das C mit dem Überzeichen spricht sich wie Tsch in Peitsche. Das G mit dem Überzeichen wie Dsch in Dschungel. Das H mit dem Dach wie Lachen, wie Ch. Das J mit Dach wie Dsch, wie ein Journal. S mit Dach wie SCH, wie Schuh. Und das U mit dem Haken kommt eigentlich nur vor in Kombination mit A und E und wird dann Au bzw. Eu gesprochen. Das entspricht ungefähr dem englischen W. Das Wichtige dabei ist, jeder Buchstabe hat genau einen Laut, der ändert sich nie, egal ob am Anfang, in der Mitte oder am Ende. Und alle Wörter werden auf der vorletzten Silbe betont. Das heißt, man hat in 10 Minuten die Aussprache problemlos gelernt. Da sehen wir ein paar Beispiele. Zaro, Charo, Sumo, also S immer scharf. Sumi, das Z wie ein stimmhaftes S. Manji, Essen. Manjajo, Shanzo, Echo, Vento, Ankau. Hier haben wir das U mit dem Haken in Kombination mit dem A, also wie Au. Und Euro in Kombination mit E wie Eu. Und hier unten sehen wir noch einmal so einen Spruch im Esperanto, völlig sinnfrei, der einfach nur den Sinn hat, alle Sonderbuchstaben mal unterzubringen. Echo, Shanjo, Chiu, Jaude. Echo, Shanjo, Chiu, Jaude. Heißt Echo Wechsel jeden Donnerstag. Hat also keinen Sinn, sondern hat nur den Sinn, alle Buchstaben mal unterzubringen. Wenn man aus irgendwelchen Gründen die Überzeichen nicht möchte oder nicht zur Verfügung hat, kann man ersatzweise auch CH schreiben. GH, HH, J, H, S, H und das U dann einfach ohne Überzeichen. So, ob ich also Charo so schreibe oder so, das ist letzten Endes egal. Manji mit G Dach oder mit G H, das ist egal. Allerdings, die meisten Leute benutzen tatsächlich die Überzeichen. Und heutzutage ist es auch gar kein Problem. Wir haben Unicode und auf jeder Tastatur. Wenn es sich nicht um ein uraltes System handelt, kann ich auch mit entsprechender Ausstattung jedes beliebige Zeichen schreiben. So, da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt im Esperanto.
Substantive enden immer auf O, wie zum Beispiel telefono, lettero. Und Adjektive, also Eigenschaftswörter, enden immer auf A. Wenn ich also telefono habe und lettero als Substantive, kann ich durch Austausch der Endung sofort daraus Adjektive machen. Telefona, telefonisch, lettera, brieflich. Das geht für alle Substantive. Adverbien enden auf E. Adjektive sagen, wie etwas ist. Adverbien, wie etwas getan wird. Also telefone, telefonisch, lettere, brieflich oder per Brief. Und Verben enden auf I. Telefoni, also telefonieren, letteri, einen Brief schreiben. So ein Wort gibt es im Deutschen gar nicht, aber in Esperanto kann ich natürlich solche Wörter regelmäßig bilden und sie sind damit vollkommen normale Wörter. Die Einzahl, wie gesagt, immer auf O und die Mehrzahl, da kommt ein J dran. Das spricht sich dann wie oi. Also lettero, letteroi. Amico, amicoi. Telefono, telefonoi. Die Betonung wandert nicht auf die letzte Silbe, sondern sie bleibt auf der vorletzten Silbe. Und es gibt einen Artikel, einen bestimmten Artikel, der heißt la. Der heißt also der, die, das. La biciclo, das Fahrrad. Und einen unbestimmten Artikel haben wir nicht. Biciclo heißt also einfach ein Fahrrad oder Fahrrad. Also das, was wir im Deutschen mit ein machen, ein Fahrrad, das sagt man in Esperanto Fahrrad, Biciclo. Es sei denn, man möchte sagen, dass es genau eins ist. Dann natürlich uno Biciclo. Und in der Mehrzahl genauso, la Bicicloi, die Fahrräder und einfach Fahrräder, Bicicloi. Da haben wir eine kleine Übung. Also wir haben so ein paar Wörter, Biciclo, Fahrrad, Excurso, Ausflug, Voyaggio, Reise, Mondo, Welt, Respondi, Antworten, Attendi, Warten, Amico, Freund, Pazienzo, Geduld. Dann kann man ein paar kleine Übersetzungen machen. Radfahren könnte ich dann übersetzen als Bicicli. Ich mache einfach aus dem Biciclo, aus dem Substantiv, ein Verb, Bicicli. Eine Radtour könnte sein ein Bicicla Excurso, also ein Fahrradausflug, das erste Wort als Adjektiv. Eine Weltreise könnte heißen Mond Voyaggio, es könnte auch heißen Monda Voyaggio nach dem Beispiel gerade eben. Aber im Esperanto kann ich es auch zusammenziehen und ich kann das O vom ersten Wort weglassen, wenn es auch ohne O ganz gut klingt. Also ich könnte sagen Mondo Voyaggio oder Mond Voyaggio oder Monda Voyaggio. Per Brief antworten, da habe ich ein Adverb, respondi, antworten, lettere, per Brief. Telefonisch antworten, natürlich entsprechend, respondi, telefone, eine briefliche Antwort, hier geht es um Adjektive, ist lettera, respondo, von lettero, ne? Geduldig warten wäre pazienze, attendi, pazienze, Adverb, attendi, warten mit dem i am Ende. Brieffreunde, letter amicoi, einfach lettero und amico zusammengezogen, das erste O weggelassen, letter amicoi, Brieffreunde. So, kommen wir zu den Verben. Da hatte ich schon gesagt, die enden auf I, allerdings nur in der Grundform. Wenn ich Verben in der Gegenwart, in der Vergangenheit, in der Zukunft oder Bedingungsform verwenden will, dann brauche ich dafür natürlich eine entsprechende Endung. In der Befehlsform enden sie auf U, also telefoni, telefonieren. Telefonu heißt telefoniere oder ruf an. So, und in der Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, Bedingungsform enden die Verben auf as für die Gegenwart, mi telefonas, ich telefoniere. In der Vergangenheit auf is, mi telefonis, ich telefonierte oder ich habe telefoniert. Mi telefonos, in der Zukunft, ich werde telefonieren. Mi telefonus, in der Bedingungsform, ich würde telefonieren, wenn ich Lust hätte. So, das
wird auch durchgezogen für alle Personen. Also ob ich sage ich, du, er, sie, es, me, we, li, she, ji und so weiter. Das heißt immer Telefonas. Also mi Telefonas, wie Telefonas, li Telefonas. Es gibt also keine unterschiedliche Konjugation für verschiedene Personen. Und das gilt natürlich für die Vergangenheit, für die Zukunft, für die Bedingungsform genauso. So, damit hat man die Konjugation abgearbeitet. Stimmt allerdings nicht ganz, denn es gibt natürlich auch noch sowas wie bevor das und das oder nachdem das und das geschehen war, passierte das und das. Sowas, was wir im Deutschen mit Perfekt und Plusquamperfekt machen. Solche Formen gibt es in Esperanto auch. Die lasse ich hier weg, weil das zeitlich zu weit führen würde. Aber die sind auch alle ganz systematisch. Die Pronomen, die Fürwörter, heißen mi, ich, wie für du und sie. Das unterscheidet man im Esperanto nicht. Li, er, she, sie, gs, ni, wir. Wie heißt auch ihr, genau wie du und sie. Also so wie im Englischen auch. Ili, sie in der Mehrzahl und oni heißt Mann. Wenn ich daraus ein Adjektiv mache mit A, dann habe ich die besitzanzeigenden Fürwörter. Mia heißt also mein, via dein oder ihr, lia sein, shia ihr, gia sein und so weiter. Und natürlich von Mann, von Oni, kann man auch ein besitzanzeigendes Pronomen machen, Onia. Die Verneinung geht im Esperanto dadurch, dass man vor dem Satzteil, den man verneinen möchte, ein Ne setzt. Das ist meistens das Verb, kann aber durchaus auch ein anderer Satzteil sein. Si ne telefonas, sie telefoniert nicht. Li ne venos, er wird nicht kommen. Fragen, wenn sie nicht gerade Fragen sind wie wer, wann, was, wo, wie. Also Fragen, auf die man mit Ja oder Nein antworten kann, werden mit einem Chu eingeleitet. Chu heißt wörtlich übersetzt ob. So, man nimmt einfach den Satz, she telefonas, setzt ein Chu davor und dann hat man die Frage. Chu, she telefonas. Also man dreht nicht den Satz um, wie im Deutschen, sondern man setzt Chu davor. Chu wie ne venos, wirst du nicht kommen. Es gibt im Esperanto so etwas wie einen Akkusativ. Allerdings ist die Konstruktion, die wir da haben, ein bisschen mehr als ein reiner Akkusativ. Wenn man sich anguckt, es gibt eine handelnde Person und eine Person, auf die diese Aktion zielt. Man könnte sagen, ein Täter und ein Opfer. Dann wird die Person, auf die das Ganze zielt, also das Opfer, mit einem N versehen. Da kommt ein N dran. Beispielsweise, Li amas Shin. Er liebt sie. Das bedeutet, dass man auf diese Weise die Satzstellung relativ frei halten kann. Also ob man sagt, Li amas Shin oder Shin amas Li oder Shin Li amas, die sind alle eindeutig. Denn man sieht sofort, wer tut etwas und auf wen zielt es ab. Dieses N ist, wie gesagt, nicht nur ein Akkusativ, sondern das ist noch ein bisschen mehr im Esperanto, will ich aber jetzt nicht weiter ausführen. Mi amas vin heißt also, ich liebe dich. Mi amas vin. Vi amas min würde natürlich heißen, du liebst mich. Chu vi amas min, hier haben wir eine Frage, das Chu. Ne? Vi amas min heißt, du liebst mich. Chu vi amas min, liebst du mich? Ne, mi ne amas vin. Nein, ich liebe dich nicht. Amu min, liebe mich. Funktioniert nicht immer diese Aufforderung. Aber sprachlich ist es richtig so. Da sind ein paar Sätze. Chu vi parolas esperanton. Also auch hier kommt das N dran. Wen oder was spreche ich? Chu vi parolas esperanton. Yes, mi parolas esperanton. Man sieht das As hier bei Paroli, ist die Gegenwart, mi parolas esperanton. Ne, mi ne parolas esperanton. Lernu esperanton. Ili lernis, also lerne Esperanto, das U ist ja die Befehlsform. Ili lernis esperanton en la lernejo. Sie haben Esperanto in der Schule gelernt. Lernis, Vergangenheit. Esperanton, wen oder was?
en la lernejo, in der Schule. So, und ganz oft verwendet man dieses N auch in Grüßen, Saluton, das ist sowas wie im Deutschen Hallo oder was immer man so sagt. Einen Gruß wörtlich. Wörtlich einen Gruß benutzt man immer so als familiäre Anrede. Bonan Tagon, guten Tag. Bonan Nocton, gute Nacht. Bonan Appetiton, guten Appetit. Dankon, also Danko heißt ein Dank. Und Dankon heißt wörtlich einen Dank. Sanon, Gesundheit, benutzt man auch als Prost. Sano, Gesundheit. Sanon, eben das Ganze im Akkusativ. So, da haben wir eine kleine Übung wieder. Und ihr werdet sehen, man kann mit dem bisschen, was wir da jetzt gemacht haben, schon eine ganze Masse anfangen. Labori, arbeiten. Paroli, sprechen. Havi, haben. Scribi, schreiben. Longa, lang. Hodiau, heute. Hierau, gestern. Morgau, morgen. Dann kann man übersetzen. Ich liebe meine Arbeit. Mi, amas. Mian laboron. Also das N kommt dann nicht nur beim Substantiv dran, sondern auch beim Adjektiv. Mi amas, ich liebe. Mia, mein. Mian laboron. Sprichst du Esperanto? Stuvi parolas Esperanto. Sie spricht nicht gut Esperanto. Si ne bonne parolas Esperanto. Bonne, Adverb. Parolas, Gegenwart mit dem As, Esperanton. Hat sie keine Freunde? Kommt ein Chu am Anfang. Chu si ne havas amikoin. Hast du gestern lange gearbeitet? Chu vi longe laboris hierau. Longe, Adverb, ne? Laboris, Vergangenheit, hierau gestern. Nein, ich werde heute lange arbeiten. Ne. Mi laboras longe hodiau. Laboras, Zukunft. Ne? Meine Freunde kommen morgen. Miai amikoi, auch hier wieder das J, sowohl ans Adjektiv als auch ans Substantiv. Mia, mein, miai, meine. Miai amikoi venos morgau, werden morgen kommen. Sie haben gestern angerufen. Ili telefonis hierau, Vergangenheit. Ne? So, da seht ihr, mit den paar Regeln, die ich da erklärt habe, kann man eigentlich eine ganze Menge Sätze bilden. Man muss eben die zugehörigen Wörter dann noch lernen. Noch eine kleine Übung. Esti heißt sein, also ich bin, du bist, er ist, dieses Sein. Resti bleiben, shiny scheinen, den Anschein haben. Sana gesund, bonvena willkommen, germana deutsch, angla englisch. Ist er Deutscher? Deutsch heißt Germana. Ein Deutscher ist ein Germano. Substantiv. Chu li estas Germano? Nein, er ist Engländer. Ne, li estas Anglo. Sie waren gute Freunde. Vergangenheit. Ne? Ili estis bonai amikoi. Bleibt gesund. Befehlsform. Restu sana. Sie scheint gesund zu sein, oder sie scheint gesund. Sie scheinas sana. Also hier kein Adverb, sondern natürlich ein Adjektiv, da man ja sagen will, wie etwas ist oder scheint oder bleibt. Sei geduldig, estu pacienza. Seid willkommen, das ist Mehrzahl, seid. Ne? Deswegen estu, seid, Befehlsform, bonvenai, mit dem J. Ja, das waren also war so die Wortbildung mit den Endungen und die Konjugation, die sich also im Esperanto sehr einfach gestaltet. Ein weiterer wichtiger Punkt, mit dem man eine Menge Wörter einspart, sind sogenannte Wortbildungssilben. Und die gibt es im Deutschen auch, nur nicht so konsequent wie im Esperanto. Bäckerei, da sehen wir, da hängt ein Ei dahinter. Und dieses Ei hinter der Bäckerei bezeichnet einen Ort, an dem Bäcker tätig sind. Nämlich eine Bäckerei, eine Schlachterei, ein Ort, wo geschlachtet wird. Eine Bücherei, ein Ort, an dem Bücher ausgestellt, verliehen oder sonst was werden.
eine Wäscherei, wo gewaschen wird. Im Esperanto haben wir auch eine Wortbildungssilbe dafür, die heißt Ejo. Die hat auch Ähnlichkeit mit der deutschen und ich vermute, dass sie von der deutschen Endung Ei herstammt. Bakejo, also der Ort, wo gebacken wird, die Bäckerei. Buccejo, Bucci Schlachten, Buccejo Schlachterei. Librejo, Bücherei, Libro, Buch, Librejo, Bücherei, Lavi, Waschen, Lavejo, Wäscherei. So, im Esperanto ist es eigentlich genau wie im Deutschen, nur wesentlich konsequenter. Das heißt, wir haben nicht nur bei diesen genannten Wörtern und einigen weiteren, sondern im Prinzip bei allen Wörtern, wo das irgendeinen Sinn ergibt, die Möglichkeit durch Ejo den entsprechenden Ort anzugeben. Also die Schule heißt Lerneio von Lerni, lernen. Spielplatz Ludeio von Ludi, spielen. Küche Cuireio von Cuiri, kochen. Esszimmer Mangeio von Mangi, essen. Und das kann ich für jedes Wort machen, wo es einen Sinn ergibt, den zugehörigen Ort zu bilden. Im Deutschen geht das teilweise, aber leider nicht konsequent. Und diese Nachsilbe, wie auch jede andere Nachsilbe und jede Vorsilbe, ist auch ein eigenständiges Wort. Also Ejo kann ich auch als eigenständiges Wort verwenden und das heißt dann Ort oder Stelle. Es gibt auch Vorsilben. Hier haben wir mal eine typische. Unglücklich bildet also immer das Gegenteil von dem, was dahinter steht. Glücklich und unglücklich sind Gegensätze. Unglücklich heißt eben das Gegenteil von glücklich. Unhöflich, das Gegenteil von höflich. Unruhe, das Gegenteil von Ruhe. Unfrieden, das Gegenteil von Frieden. Das ist im Esperanto auch mit einer Vorsilbe zu machen. Die heißt mal. Mal felicia heißt also unglücklich. Mal gentila, unhöflich. Mal tranquilo, Unruhe, mal Pazzo, Unfrieden. Aber wie im Beispiel vorhin, ist das Un im Deutschen zwar beschränkt auf eine Untermenge von Wörtern, im Esperanto kann ich es aber grundsätzlich verwenden, wo immer es Sinn ergibt. Klein heißt mal granda, von granda groß. Kurz, mal longa, von longa lang. Feind, mal amico, von amico Freund. Und im Gefängnis haben wir sogar gleich zwei Wortbildungssilben, eine Vorsilbe mal und eine Nachsilbe ejo. Libera heißt frei, mal libera heißt unfrei oder gefangen und mal libereio ist der Ort, wo eben die Unfreien oder Gefangenen sind, das Gefängnis. Und das geht ziemlich systematisch bei sehr vielen Wörtern. Auch hier gilt, die Vorsilbe selber ist auch ein eigenständiges Wort. Natürlich mit einer entsprechenden Nachsilbe dran, Endung dran. Malo heißt also das Gegenteil, mala gegenteilig und male das Adverb im Gegenteil. So, von diesen Wortbildungssilben, Vor- und Nachsilben, gibt es ungefähr 40 Stück im Esperanto. Und hier ist mal ein Beispiel gezeigt, wie man aus einem Wortstamm, hier manji, essen, durch Anhängen der entsprechenden Endung oder der entsprechenden Wortbildungssilbe eine ganze Menge Wörter völlig systematisch bilden kann. Manji heißt also Essen in der Grundform. Manjo, die Mahlzeit, das Substantiv. Mangeio, Speisesaal, das ist das Beispiel von vorhin, oder Esszimmer. Mangiajo, die Speise. Ajo ist also etwas Konkretes. Igi, Manjigi, füttern, ich will die Nachsilbe nicht im Detail erklären. Manjinda, essenswert. Manjema, essfreudig. Gibt es eigentlich in Deutsch gar kein richtig schönes Wort dafür. Manjilaro, hier habe ich gleich zwei Nachsilben. Ilo ist ein Werkzeug und Aro ist eine Zusammenfassung von mehreren gleichartigen Dingen. Manjilaro ist also Essgeschirr. Manjanto, Anto ist jemand, der etwas tut. So wie Esperanto, ein Hoffender. Ist ein Manjanto, ein Essender, ein Esser. Wie gesagt, da gibt es 40 Stück von ungefähr und die kann man recht
systematisch verwenden. Das spart eine Unmenge Wörter ein. Also man lernt Dinge sehr viel schneller, weil ich einfach mir erspare, Wörter zu lernen, die alle irgendwie damit verwandt sind, aber völlig anders heißen. Dann kommen wir noch kurz zu den Zahlen. Die mache ich aber nur ganz, ganz kurz eben. Unu, du, tri, quad, quin, ses, sep, ok, nau, dec. Das kann man als Deutscher ganz gut lernen. So du wie Duett, tri, qua wie Quartett, Quintett und so weiter. Und wenn ich die kann, dann kann ich die kombinieren. Also 11 ist dann 10 und 1. Deck uno, deck du, deck tri, deck qua. Und die 10er-Blöcke, du deck uno, du deck tri. Das heißt, also man hat ganz schnell die Zahlen bis 1 Million gelernt. Du-Deck, Tri-Deck, Quar-Deck. Wenn man dann noch weiß, dass Cent 100 heißt, so geht es natürlich dann weiter mit Duzent, Tri-Cent, Quar-Cent. Und Mil heißt 1000, dann bin ich ganz schnell bei 999.999. 2018 hieße dann Du-Mil-Deck-Ock. Die Ordnungszahlen, also 1., 2., 3., kann ich aus den Grundzahlen auch ganz leicht machen. Das sind nämlich einfach Adjektive. Und 1., 2., 3. sind Adverben. Naja, die macht man mit E, wie sonst auch überall. So, das war ein sehr schneller Kurzdurchgang durch die Sprache. Natürlich gibt es noch wesentlich mehr zu erzählen, aber mit diesen Grundlagen ist man imstande, wenn man noch ein paar Wörter gelernt hat, schon ganz vernünftige Gespräche zu führen. Also wenn man das mal am Wochenende ein bisschen übt, dann ist man schon recht weit. Ja, ich bedanke mich. Das war's von mir aus.